Guten Morgen. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Animal Crossing New Horizons. Ich habe gestern zwei Sachen noch gemacht, die ich zeigen möchte, bevor ich mein Haus verlasse. Ist voll schön, dass die Rede erst anfängt, wenn ich mein Haus verlasse. Erstens, ich habe einen NPC getroffen. Hey Leute, ich habe eine Wespe gestochen. Aber es ist 20.34 Uhr. Und was ist das für ein Folgeanfang? Wie mit einer süßen, pinken, rosa Eule zu reden? Hallo, Euphemia. Ach, so heißt du auf Deutsch. Und auf Englisch heißt du Celeste. Huhu und huhu. Darf ich mal fragen, ob du vielleicht auf dieser wunderschönen Insel wohnst? Survey, korrekt? Ich glaube, das ist irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie verwandt mit der anderen Eule in dem Museum. Freut mich sehr. Mein Name ist Euphemia. Kennst du Eugen, den Leiter des Museums? Ich bin seine kleine Schwester. Ah, kleine Schwester. Wusste ich doch. Irgendwas war. Ich hoffe, Puschel hat dich... Eugen, nicht Puschel. Ich hoffe, Eugen hat dich mit seiner Redseligkeit noch nicht in den Wahnsinn getrieben. Eigentlich bin ich ja hier, weil mir Eugen geraten hatte, den Himmel zu beobachten, aber... Es ist doch viel schöner, als ich es mir ausgemalt hatte. Jeder Stern ein Kunstwerk aus 1000 Edelsteinen. Ach, was meinst du, ob wir heute vielleicht sogar eine Sternschnuppe sehen werden? Eine Sternschnuppe heißt, man darf sich was wünschen. Das wusstest du doch sicher, oder, Zombie? Ich habe schon mal welche gesehen, aber ich wusste nicht, was ich machen muss. Aber ich weiß mittlerweile, dass man irgendwie nach oben gucken muss und A drücken oder so. Also wenn ich eine sehe, weiß ich Bescheid. Dass die Sterne uns extra aus dem Weltall besuchen kommen, um uns Wünsche zu erfüllen. Ach, allein die Vorstellung bringt mein Herz schon zum Flattern. Solltest du mal mit rechter Stick zum Himmel schauen und eine Sternschnuppe sehen? Dann drück A, um dir was zu wünschen. Ja, habe ich gerade gesagt. Habe ich auch irgendwo gelesen schon. Dann passiert vielleicht bestimmt was Tolles. Wer weiß, vielleicht meint es das Glück ja gut mit dir. Achso, fast vergessen. Ich habe da in meiner Sternenlexika eine Anleitung gefunden. Es gibt wohl einen magischen Stab, der einem durch simples Herumwedeln ein neues Aussehen verleiht. Eigentlich wollte ich die Anleitung ja später selbst ausprobieren und basteln, aber... Ich finde, sie macht sich noch viel besser als Geschenk. Ich hoffe, du baust was Schönes damit. Okay, können wir also einen Verwandlungsstab machen. Falls ich noch irgendwelche anderen tollen Anleitungen finden sollte, heb sie dir auf jeden Fall auf. Hat echt Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Lass uns mal wieder zusammen Sterne beobachten. Okay. Ja, ich muss so machen und dann muss ich A drücken, wenn ich so einen Sternschnuppe sehe. Ich habe so viele gesehen, aber ich wusste nie, was ich halt machen muss. Halt schon irgendwie doof. Aber falls ich nochmal eine sehe, weiß ich bestimmt... Oh, Geld! So, und ich weiß jetzt, wie man entsteht. Stab herstellt. Kannst du kurz warten? Mein. Ich habe hier heute übrigens ein bisschen umgebaut. Ihr seht schon, irgendwie sind alle Bäume weg. Das wird in Zukunft besser. Oh, das ist noch ein zweiter. Gottes Willen, gib mir schnell 5 Äste. Ich wollte nicht mit dir reden. Ich schüttel einen Baum. Wusstest du, dass hinter jedem Stempel deine Geschichte steckt? Hinter manchen sogar mehrere. Solltest du mir was zeigen, das mit deinem Stempel zu tun hat, kann ich dir was dazu erzählen. Solche alten Sagen und Geschichten sind zwar oft etwas komisch, aber vielleicht gefallen sie dir ja trotzdem. Okay. Ich muss dich kurz aus dem Weg schieben, ich brauche noch einen Ast. Das ist Sternstab. Süß, Riesensternsplitter und Sternsplitter brauche ich dafür. Okay. Toll, jetzt ist hier nur noch so ein Kackding. Das will ich nicht. Wo sind meine blauen Falter? Das ist noch so das Kackding. Nein, das heißt, die sind weggespawnt. Ja, falls ich eine Sternschnuppe sehe, nehme ich sie auf. Mache ich so einen Nintendo-Clip und dann sehen wir uns. Genau. Und danach habe ich auch den Himmel beobachtet und einen kleinen Clip für euch gemacht. Ja, ich war hier ein bisschen am Rumrennen. Und da habt ihr es gehört? Und dann habe ich einfach nach oben geguckt und A gedrückt. Und die kommen dann immer öfter und das kann man ganz oft machen. Ich habe es insgesamt, glaube ich, 30 Mal gestern Nacht gemacht. Aber muss nur einmal machen, dann passiert nämlich etwas im Spiel. Genau, und das werden wir heute auch sehen. Und ich habe angefangen, eine Brücke zu bauen. Das zeige ich euch hier. Hallo, noch ein Bonus. Ich dachte mir, wenn die Bewohner spenden, setze ich mal eine Brücke irgendwo hin. Nämlich in die Mitte, da wo es zu meinem Haus geht, habe ich eine Japan-Brücke jetzt hingesetzt. Hallo, Zombie, ich bin Luke hier. Ja, ja. Hast du eine gute Stelle für die Japanbrücke gefunden? Die perfekte Stelle. Wunderbar. Dann wird auf Ort und Stelle ab sofort der Gyroid Spenden für den Bauer sammeln. Da, solche Dinger. Über die habe ich im letzten Part geredet. Oder vorletzten oder vorvorletzten. Irgendwann. Wenn jeder Einwohner einen kleinen Beitrag leistet, kann der Bau im Handumdrehen beginnen. Wäre natürlich schön, wenn du das selbst mit gutem Beispiel vorangehst. Zombie, sonst dauert das ewig. Der Gyroid wird sich jedenfalls über die einzelnen gespendeten Sternis freuen. Dann bis bald. Okay, dann helfen wir mal. 230.000 sind es, glaube ich. Ich baller dir mal, ja, ein paar Sperren. 50.000 kriegst du für den Anfang. So viel wie möglich. So, ja, das ist mein Beitrag für den Anfang. Für die gute Sache, ja. Hier bitte. Vielen Dank für Ihre überaus geschätzte Mithilfe. Gerne. Okay, ja, und die Bewohner spenden da jetzt auch, aber ich glaube, die spenden ultra wenig. Deswegen muss ich halt morgen oder so die Tage da noch ein bisschen Geld sammeln, dass die gebaut wird.
Aber ja, hier so in der Mitte halt ein Weg zur Mittelinsel. Fände ich ganz angenehm, weil da will ja so, soll ja mein Haus hin. Gut, dann wusch. Okay, ansonsten war das alles. Ich habe übrigens bemerkt, dass wenn man verschiedene Radios hat, die spielen die Lieder unterschiedlich. Ihr hört ja gerade, dass es sehr beatig ist, wenn ich das hier aufhebe. Ja, schau mal, wie Bass einfach die Bauklotzanlage macht. Die ist einfach ultra chill, deswegen habe ich die hingestellt. Und dann habe ich gleich... Uts, 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 uts. Richtig cool. Na gut, gehen wir nach draußen, hören uns die heutige Rede an und schauen wir, was so abgeht. What's up dort? Hallo? Ah. Ah, wie süß. Die Musik. Nein. Ah, da, 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 da. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Freitag der 27. März 2020, 10.55 Uhr hier auf Zylindrien. Hier nun das Neueste für heute. Ab heute verfügt Zylindrien über einen eigenen Campingplatz. Stimmt, mit meinen Bewohnern. Dort können Besucher die Schönheit unserer Insel und die Freundlichkeit ihrer Bewohner erleben. Wir werden sicher viele Besucher haben, also schaut doch mal vorbei und lasst euren Inselscham sprechen. Und natürlich feiern wir das mit einer besonderen Zeremonie. Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht im Service Center mit Tom Nook. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Genau, wir müssen ja gerade den Plan umsetzen, mehr Besucher und mehr Bewohner für unsere Insel zu bekommen, damit wir ein Konzert von KK bekommen. Das wird wahrscheinlich wieder so ein paar Tage dauern. Aber hey, vielleicht kriegen wir danach die Wege oder so. Passt! Ja, hallo! Oh. Ja, von Fatima habe ich Post bekommen, weil ich ihr Geburtstag war. Dein Geburtstagsgeschenk hat mich begeistert. Ich beneide dich und deine glückliche Hand mit Geschenken. Ich bin zwar nicht so geschickt, aber bitte nimm doch dieses als Zeichen meiner Anerkennung. Okay. Dann von Philippa, Dodo Airlines, Nook Shopping. Okay, weil du erstmal kurz das alles hier reinballern. Oh, ich habe gar nicht die Safari-Hose gekauft. Egal. Zur Feier des Tages hältst du ein Möbelstück geschenkt. Möge es dir kulinarischen Höhenflüge verhelfen. Okay. Von Philippa. Hab gehört, die hat eine rote Hütte wächst fixer als eine Gewächshausgurke. Falls du nicht weißt, was du mit dem ganzen Platz anfangen sollst, kannst du hier das Geschenk hinstellen. Musst aber nicht. Danke. Steht einfach direkt schon hinter mir. Wir wollten uns dafür bedanken, dass du mit Dodo Airlines fliegst. Wir wissen, dass du nicht viele Auswahlmöglichkeiten hast, aber trotzdem danke. Anbei ein kleines Geschenk zur Kundenbindung. Und mit Dodo. Dodo Airline Merch. Okay, schauen wir mal an. Was habe ich von Fatima bekommen? Eine Ringeltop. Cute. Das sind meine dunklen Turnschuhe. Tada! Nicht mehr pinke Schuhe. Ein KK-Sound. Eine Weste mit Fernglas. Tada! Die dachte ich passt zu Maudados komischen Safari-Hut vielleicht. Dann von eine Mikrowelle von diesem Hausteam. Dann das Geschenk von Philippa, ein Teekessel und zu guter Letzt das Dodo-Accessoire, eine Dodo-Augenmaske. Oh, wie süß. Cool. Ich habe ihr versucht, rote Gummistiefel zu schenken, es hat ihr überhaupt nicht gefallen. Ey, was fällt dir ein, Bruder? Hast du einfach nur gesagt. 30.000 Sterne, ist cool. So, dann gucken wir uns doch mal den Campingplatz an. Da sollten jetzt neue Besucher sein. Oh, so viele neue Leute. Boah, ich komme gar nicht hinterher, die alles begrüßen. Campingplatz. Guck mal, also unsere Ente. Wahnsinn, du bist das, Quark? Hey, du siehst heute echt klasse aus. Ich will plaudern. Hey, ich laufe hier so rum. Check das mal. Ein Fuß von der anderen und los. Wahnsinn, oder? Was geht, Quark? Ich wollte mit dir reden. Manuel hat uns besucht. Willst du was Cooles hören? Zu Hause kennt man ihn ja auch als draufgängerischer Influencer. Wahnsinn, ist cool, oder? Ich brauche auch voll den guten Titel. Jeder Popstar hat einen, Quark. Ja, KP war gestern kurz auf meiner Insel. Hat auch Fatima was geschenkt. So, ich habe ja gestern hier ein paar Sternis eingezahlt. 50.000, glaube ich. Wie viel haben die Bewohner denn mitgezahlt? Guten Morgen. Moment, nämlich spenden wir Jafanbrücke entgegen. Unser Ziel sind 220. Oh, guck mal, die haben 191 Sternis gespendet, die Bewohner. Verrückt. Okay, die wird nie fertig, die Brücke. Ich habe kein Geld. Ich muss mal für Sonntag sparen. Ich spare wirklich bis Sonntag, glaube ich. Und investiere alles in Rüben. Okay. Ich finde es so toll, dass der Soundtrack jetzt erst nach einer Woche Spielzeit läuft. Ich freue mich halt sehr, dass der überhaupt läuft. Traum von Eigenheim.
Stimmt, wir haben unser Haus ein 50 Mal geupgradet. Sollten wir vielleicht mal gucken, ne? Na, guck mal. Von Upgrade 5 zu 6 gibt es nochmal einen Stempel. Ich weiß gar nicht, wie viele Upgrades noch kommen. Ehrlich gesagt. Kann auch sein, dass es gar nicht mehr so viele sind. Aber es ist auch mittlerweile echt teuer. Und unser Haus hat auf beiden Seiten jetzt schon fette Fenster. Das ist natürlich cool. Vielleicht gestalten wir es dann heute um. Weil ich glaube, mehr werde ich mir nicht leisten können. Ja, ich habe auf der rechten Seite jetzt ein Zimmer. Ich war auch bei GLP auf der Insel. Aber ich habe bisher nur seine Bäume draußen gesehen. Das war noch nicht so krass. Sein Haus habe ich extra nicht angeguckt, weil wir das irgendwann gemeinsam uns durchführen lassen von Manu. Aber ich habe halt kurz bei ihm auch beim Kamel eingekauft. Und da gab es ultra die krasse Tapete. Ich zeig die euch. Die war richtig sick. Da, schaut euch an, einfach so eine animierte Regentapete mit Gewitter. Wie cool ist die denn? An dieser Straßenkreuzungsboden und ein paar Teppiche waren da auch noch dabei. Die habe ich aber, glaube ich, alle ins Lager geworfen, ohne die anzugucken. Da könnt ihr hier hingehen. Genau, grün Zöttelteppich, schwarz-rustikalteppich, Rundmatte, Creme-Rundmatte, Rosenteppich. Und auch so meine Teppiche, die ich habe. Scheinbar gibt es manchmal Teppiche, die ultra viel wert sind, die man da bekommt oder so. Aber ich habe alle gecheckt, die sind alle nichts wert. Also nicht viel, zumindestens. Dann habe ich das Rezept für einen goldenen Kerzenhalter bekommen, der 2 Golderz kostet. Heißt, das Ding hier ist auch 20.000 Geld wert. Verrücktes Gerät. Wenn jemals die Preise verdoppelt sind für diesen goldenen Kerzenleuchter, ich werde all mein Gold verkraften und verkaufen, dann kriege ich ja 40.000 Sternis pro 2 Golderz. Und da sage ich nicht nein. Ja, ansonsten habe ich gestern Abend ein bisschen noch die Schmetterlinge gefangen. Und können wir ja heute verkaufen. Ich glaube, ich habe nicht mal genügend Platz im Inventar durch das ganze Zeug, was ich jetzt geschenkt bekommen habe. Moment, ich räume mal kurz auf. Ja, falls heute noch ein Besucher auf dem Campingplatz vorbeikommt, starte ich aber spontan halt die Aufnahme. Weil, was weiß ich, wann welcher jemand vorbeikommt. Wir müssen auf jeden Fall gleich auch noch den Strand abchecken, weil da sollten ja jetzt Sternsplitter rumliegen. Und vielleicht sogar genügend, damit wir uns diesen Zauberstab craften können. Das wäre cool. Wäre echt sehr interessant. Ich habe da drüben noch eine Plunder liegen. Sieht man vielleicht im Sand da irgendwie vor sich hin sterben. Hilfe. Oh, und Inventar ist voll. Ja, guck mal, die kann man so anfassen und dann fliegt die aber hoch. Süßes Ding. 99.000 Sternis. Jawoll. Sehr schön. Ich hätte gern so 300.000 Sternis für den Tag, wo das Rübenschwein kommt. Das wäre, glaube ich, so perfekt. Deswegen, ja, muss Brücke und so noch warten. Das Museum sollte jetzt hier weg sein, ne? Ja, guck mal. Jetzt hätten wir hier Platz für eine Brücke. Das ist cool. Ja, ich muss erstmal das eine fertig bauen. Und es steht aber instant hier. Ah, das ist ein Sternsplitter. Okay. Suchen wir mal den ganzen Strand ab. Da ist noch einer. Da ist ein großer. Oh, perfekt. Das ist noch einer? Huch, den habe ich nicht gesehen hinter dem Palmblatt. Ich glaube, wir haben schon genügend für den Zauberstab. Sehr richtig gut. Da sind nochmal 2. Da ist irgendjemand hingefallen. Keine Ahnung. Achso, ich habe ja auch übrigens so meine Stadt so ein bisschen verschönert, ne? So Eingang ist ein bisschen schöner. Meine Bäume wurden alle umgepflanzt. Ihr habt ja gesehen, da sind Goldbäume jetzt vor meinem Haus alle. 4 Stück, die es bisher gab. Gib alles! Hehe, wenn man jemanden anfeuern sollte, sollte man dabei nicht flüstern. Willst du diese Emotion nicht auch einmal nutzen, um andere Motivation zu geben? Zum Beispiel so. Zeig deine Muskeln. Jawohl, eine neue Emotion. Andere Leute haben schon irgendwie 4, 5 neue Emotionen mittlerweile und das ist jetzt meine zweite neue. Aber hey, ich freue mich. Ja, die ist cool, die mag ich, die anfeuern, Mundi. Die ist sehr freundlich, fröhlich. Hier habe ich so ein kleines Lagerfeuer und ein Ding. Ja, hier unten sind gerade irgendwie gar keine Bäume mehr. Da kommt halt, ja, Stadt hin, später. Sobald ich hier alles mal hingestellt habe. Das sind 2 normale Bäume. Da oben ist alles Apfelbäume. Das sind alles Apfelbäume, die da wachsen. Das wird einfach ultra geil. Ja gut, dann kriegt ihr halt kurz mal eine Statue. Da auf der Ebene dahinter. Das sind, glaube ich, die Orangen. Ja, ich glaube, das sind Orangen, die ich habe. Ja, genau. Hier wachsen Orangen. Hier wird alles voll mit Orangen geballert. Bis hierhin so. Dann habe ich hier Pfirsiche. Bis zur Mitte. Und das, auf der Seite hier wachsen Kirschen. Warum ist denn alles gewachsen an einem Tag? Ich habe alles gestern erst umgepflanzt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon wieder ein bisschen her, dass ich das alles umgeschoben habe. Ja, vielleicht pflanze ich hier noch mehr voll mit allem Möglichen. Bin noch gar nicht so sicher.
So, da ist es endlich. Der Kescher ist zwar gerade kaputt, den brauche ich auch nicht. Habe ich nur gerade wieder gesehen, deswegen habe ich es erwähnt. Und zack. Ein weiteres Astgeschenk für mich. Wir einfach 11 solche Sternfilter bekommen haben, okay. Luftzirkulator. Ventilator, I sleep. Luftzirkulator, real shit. Okay, aber ich glaube, das waren alle Sternenstücke, die hier rumlagen, weil ich keine mehr finde. Und ich muss sagen, das ist ja auch eine gute Menge, die da runtergefallen ist. Sind die auch was wert? Kann ich die einfach verkaufen? Hallo, Sternstücke? Ultimativer Reichtum? Na, erstmal craften wir uns den Zauberstab, würde ich sagen. Nämlich, interessant. Und süß, wie die hier alle auf dem Stadtplatz hier so Yoga und so machen. Voll cute. Will mich dazustellen und ein Foto machen. Wenn ich mal ausguckt, so, hä? Let's go! Hallo? Warum guckt die Ente nicht her? Die Ente ist komplett tot. Perfektes Foto. Was will man mehr? So, den craften wir mal. Ich möchte etwas herstellen. Einen Zauberstab, ja. Riesensternfilter. Ist bestimmt auch wertvoll. Zack. Der Sternstab ist fertig. Genug fürs Erste. Ob der auch kaputt geht? Keine Ahnung. So, und was kann der jetzt? Das ist ein Werkzeug. Ausrüsten. Ha, du hast keine bisher gespeicherten Outfits. Wie speichert man Outfits? Hallo? Du kannst jetzt an Schränken Outfits für deinen Verwandlungsstab festlegen. Ah, werde Stab-Outfits ändern, um dann jederzeit mit Hilfe deines Stabs das Outfit wechseln zu können. Durch eine Verwandlung ändert sich nur dein Aussehen, nicht die ausgerüsteten Items. Stab-Outfits ändern. Neues? Dein Outfit speichern. Ein Design wurde im Verwandlungsstab gespeichert. Auch wenn du das ursprüngliche Design bearbeitest, bleibt es im Outfit erhalten. Wenn du jedoch danach dein Outfit änderst oder es entfernt, geht das erhaltene Design verloren. Also bitte sei vorsichtig. Okay, das Design würde ich eh nicht ändern. Muss ich das benennen? So, und das nenne ich dann einfach jetzt zum... Ey, ist ja ultra der Zaubertrick. Kann ich ja alle voll begeistern. Oh, ich bin nackt. Zauberstab! Verwandlung! Oh, es ist cool. Ich hoffe, der geht nicht kaputt. Den behalte ich im Inventar. Das ist lustig. Kann ich verschiedene Outfits haben. Ich meine, ich habe eh ein bisschen Platz hier oben. So, ist die erste Reihe halt immer Werkzeug. Da fehlt ein Kescher. Hier bastel ich mir mal ein zweites Outfit, ne? Du kannst keinen neuen Outfit zusammenstellen, solange du ein Stab-Outfit trägst. Zurückverwandeln? Okay. Warum auch immer, aber ja. Hä, warum gibt es diese Limitierung? Neues Outfit festlegen. So lustig, wie man die ganze Zeit am Posen ist. So cute. Ah, ich liebe das Spiel. Fashion ist mein Lifestyle. Das ist cool. Ohne Brille ist aber cuter. Das nenne ich Fang, das Set. Perfekt. Neues Outfit festlegen. Hätte gerne eins mit dem Vampirkostüm. Wo ist meine schwarze Stoffhose? Warum wird die hier nicht mit empfohlen? So eine schwarze Stoffhose, die habe ich doch an. Mein Zylinder ist auch nicht da. Warum fehlen Sachen? Sind die in dem Zauberstab aufgegessen? Ja, stimmt, der Regenhut ist auch weg. Das ist komisch. Aber scheinbar Sachen, die ich in einem Stab gespeichert habe, verschwinden auch. Aha. Okay. Ja. Habe ich aber mein Outfit dabei. Habe ich nur mehr Gründe, mehr Zeug zu sammeln. Okay. Wegpacken. Wohl. Zaubern wir noch einmal und machen uns noch einmal zu fangen. Ja, ist schon cute. Das ist ultra nice. Danke, Zauberstab. Was ist in der Flaschenpost? Ein Gartenfels. Kann ich den schon? Nee, aber ich hatte ein Geschenk bekommen. Jetzt kann ich ihn auch selber herstellen. Cool. Ich platziere noch meinen Luftzirkulator. Ich... Ja. Echt manchmal ein bisschen friemelig, Sachen hinzustellen, ne? Boah. Ja, das schön laute Geräusch will ich hier im Zimmer haben, auf jeden Fall. Nice. Hat mir echt gefehlt, so ein statisches Brummen in mein Zimmer. Ja, echt komisch, dass der Zauberstab die Sachen auf ist, aber an sich ist ja cool. Was ist heute Ankauf? Birnenschrank. Okay. Wenn jetzt der Goldkerzenständer schon gewesen wäre, wäre ich hier komplett eskaliert. Das hat wahrscheinlich einfach nur die Sachen, die ich auch herstellen kann.
Irgendwann, Leute, irgendwann werde ich reich dadurch. Ach, ich habe ja auch meine Stadtmelodie geändert. Stimmt, die kann ich euch auch noch zeigen. So viel los. Wie viel sind die Sternsplitter wert? 8 Stück. Das sind echte Sterne. 2000 Sternis. Ja, dann behalte ich die lieber. 2000 Sternis ist ja nix. Aber den Rest könnt ihr haben, bitteschön. So, das sind alles die Käfer, die alle 1000 wert sind. Aber hey, Kleinviech macht auch Mist. So, und dann kaufen wir hier alle Möbel wieder. So, alles aufgekauft. War wieder ein bisschen teuer, aber was soll's. Vielen Dank, dankeschön. Guck mal, hier ist der Rübenkurs auch schon auf 185 Sternis pro Rübe. Ja, ich kann sie mal vorsingen. Meine Stadt-Theme ist so... Das ist meine Stadt-Theme. Die habe ich gestern komponiert. Ich weiß noch nicht, ob ich damit ultra zufrieden bin, aber bisher ist sie eigentlich ganz cool. Oh ne, ich gehe wieder ins Haus der guten Musik. Oh, hallo Zombie. Und einfach so hat dein Zuhause einen neuen Raum. Hm? Das macht alles gleich noch angenehmer. Ja, ja, und in Schulden. Dann gäbe es noch eines. Nämlich die Kosten für den Umbau. Das macht 768.000 Sternis, hä? Ah ja, mit der Rückzahlung über den Automat. Nie immer. Das ist noch was, was ich erwähnen sollte. Für den Umbau an deinem Haus stehen dir jetzt auch Türen zur Verfügung. Eine neue Tür lässt dein Haus gleich ganz anders wirken. Es ist immer ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ja. Okay. Dann zeig mir doch mal, was ich für Optionen habe beim Umbau. Willkommen bei der Bauberatung. Auf was hast du auf dem Herzen? Ich möchte Eigenheimberatung. Sollen wir über dein Haus reden? Worum geht's denn genau? Ich möchte renovieren. Umziehen ist natürlich auch cool, aber erstmal renovieren. Für 5000 Sternis können wir das Äußere deines Hauses anpassen. Wenn du jetzt deinen Auftrag erteilst, ist morgen früh alles fertig. Bist du interessiert? Ja, zeig mal. Ausgezeichnet, zeige ich dir unseren Katalog und du suchst dir aus, was dir gefällt. Ah. Aha. Das sind echt viele Türen. Hilfe. Okay. Genau, lila Dach. Kann ich die... Ja. Guck mal, ich kann sogar Vorhänge drücken und so. Tag und Nacht. Kann ich irgendwie das Schwarze an dem Haus, die braunen Balken oder so ändern? Eigentlich gibt es auch verschiedene Stile für die Häuser. Bisher irgendwie nur verschiedene Türen. Ah, Türen sind ja schon cool. Schwarz-Japan-Tür. Welche ist denn schön? Leute, ich habe keine Ahnung. Hier sind echt viele. Also zum Guckloch will ich keine. Das sind die allerersten. Ah ja, so richtige Basic-Türen. Dann welche mit Fenster. Ich glaube, so eine mit Fenster haben wir gerade, ne? Schwarz-Langfenstertür. Die gefällt mir irgendwie schon. Okay. Oh, ich kann einen besseren Briefkasten holen? Oh! Ich hätte gerne so einen fetten Kasten. Da haben wir ein Schwarz so daneben. Oder wollen wir auf Full Lila gehen? Da können wir natürlich auch. Ne, es gibt keinen lila Briefkasten. Ne, gibt's nicht. Okay. Dann nehmen wir ein Schwarz. Das ist besser als das Holzding da. Ich könnte die Tür lila machen. Wäre auch süß. Und mit so einem edlen Gitter. Ich muss sagen, die so ein Schwarz gefällt mir am besten tatsächlich. Die Einfachtür. Ja, bei der Einfachtür wird man halt am ehesten so erkennen, wenn was dranhängt vorne. Rustikaltür. Auch süß. Die ist auch... Oh. Die ist noch ein bisschen zu edel für momentan. Und Gittertür ist so auch so abschreckend eher. Eisentür. Hallo, willkommen in meinem Kerker. Und das gefällt mir. Die Beschlagtür, die so ein bisschen, wenn die Bretter so unterschiedliche Farben und das ist die Griffe und so sind golden. Die gefällt mir. Ist auch schön dunkel. Okay, schade, dass ich die Hausform selber noch nicht ändern darf, aber es gibt's auch noch, das weiß ich. Na gut, machen wir das. Jawohl. Interessante Wahl. Das macht dann bitte 5000 Jennys. Besten Dank. Ich kümmere mich um das Jahr, mal bis morgen früh erledigt sind. Freust du dich auch, so wie ich? Kann ich jetzt gleichzeitig nochmal mein Haus umschieben? Ich will es noch nicht umschieben, die Brücke ist noch nicht fertig. Guck mal, voll süß, die reagieren auf meine Emotionen. Das habe ich gestern Abend ein bisschen getestet. Da freuen sie sich. Und wenn ich dann was mache... Das ist nicht süß. Das ist süß. Ja, ich weiß. Hallo. Bonusmeilen. Ah ja, stimmt. 7 plus Tage. Ah, 300 Bonusmeilen ist wahrscheinlich das Maximum dann. Ich habe übrigens auch gesehen in einem Tweet, dass... Oh, der Gitterzaun ist cool. Der ist cute. Dass das... Wo ist er denn? So eine Heldenroboter, ne? Der hier. Der braucht 10 Gold, 30 Eisen, 60 Rostteile. Der braucht unendlich viel Material, um den herzustellen.
Der ist wahrscheinlich aber auch entsprechend cool. Ja, aber die wechseln ja scheinbar nicht täglich. Ist alles noch dasselbe Zeug wie gestern. Ja, Monsterfigur ist bestimmt auch ultra schwer herzustellen und der Leuchtturm. So, was gibt's hier? Eine Brille? Nebelshirt? Weißt du, mit Fernglas? Die haben wir ja. Jeans-Shorts können wir holen. Okay, also ich möchte das Lied. Die blauen Schuhe. Die Jeans. Ich will so viel Kleidung wie möglich. Die Brille auf jeden Fall. So, das waren jetzt 4 Sachen. 1 kann ich noch bestellen. Einen grünen Schülerhut brauche ich nicht. Ein Buch brauche ich nicht. Kann ich entweder das Nebelshirt nehmen? Oder einen Schülerhut? Ich sehe mich halt nicht mit grünem Hut. Nehme ich das Nebelshirt. So, wie viel Geld habe ich denn jetzt gerade, wenn ich alles einzahle? 350.000, das ist perfekt. Das ist gut. Dann kann ich 50 mal mit mir rumschleppen. So, das spare ich alles für Rüben. Das wird alles in Rüben geballert. Wenn ich echt die Rüben dann für 90 kaufe und für 500 oder 600 verkaufe, versechsfache ich hier einfach mein Geld. Habe ich aber irgendwie 3, 4 Millionen Sternis. Dann kann ich halt echt einfach meine Stadt schön umbauen. Dafür ein paar Tage gedulden, kriegen wir, glaube ich, hin. Du kommst nicht in die Schnellauswahl. Ich möchte stattdessen meinen Kescher in der Schnellauswahl haben. Danke. Ja, irgendwer meinte, die Figuren kommen nur, nachdem es geregnet hat, aber ich glaube, die gibt es einfach gar nicht mehr in dem Spiel. Sind nicht mehr cool genug gewesen, wurden ausradiert. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Heroinhändler oder so. Achso, übrigens, ein Osterevent wurde angekündigt, was ab 1. April ist. Wo man irgendwie, wo so ein super gruseliger Hase ins Dorf kommt. Das werden wir dann entsprechend auschecken. Ich versuche auch bis dahin die Folgen aktueller hinzubekommen. 39 Minuten nehme ich schon auf. Ich mach doch nichts. Oh, Fatima ist am Punkten. Jawohl. Hallo. Ich wollte dich die Stadtmelodie zeigen, deswegen waren wir da drin. Upsi. Aber hier hat man sie kurz gehört. Schön, dich zu sehen, Bim Bam. Lass uns quatschen. Seinen Tag durchzuplanen verleiht dem Leben Struktur, aber manchmal darf man auch ruhig spontan sein. Okay, warte. Dann packe ich mal das weg und wir gehen nochmal kurz zum Stadtzentrum. Hat mich komplett aus dem Konzept gebracht, dieser Tom Nook. Verdammt, er redet schon wieder. Oh, Zombie, hallo, hallo. Der nächste Schmuckstock, unser Campingplatz. Ich kann mich kaum retten vor lauter Anfragen. So viele Leute, die sich für unser Inselchen interessieren. Kann ja nicht mehr lange dauern, bis wir unsere ersten Zeltgäste hier bei uns empfangen dürfen. Schau einfach mal öfter beim Campingplatz vorbei. Wer weiß, wann das erste Zelt erscheint. Wobei der Platz im Moment ja noch überhaupt nicht für Besucher geöffnet ist. Hm. Der Fall ist klar, die Zeltgäste müssen von unserer Insel aus den Wanderers... von unserer Insel aus den Wandersocken gehauen werden. Selenirin muss noch schöner werden und du bist dafür der absolute Fachmann. Unkraut zupfen, Blümchen setzen, ach, einfach alles, was die Insel schöner macht, das brauchen wir. Hab ich doch schon. Das ist die schönste Insel der Welt. Hallo, Melinda. Zombie, guten Morgen. Wie kann ich dir heute helfen? Da, Inselmelodie. Möchtest du also direkt mit... Ja, ja, bla, 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 Musik, Musik. So. Ja, das ist die Melodie, die wir haben. Perfekte Stadtmelodie. Wenn ihr meint, irgendein Ton klingt falsch oder so, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin zufrieden damit. Das klingt nach einem kleinen süßen Jingle. Das ist jetzt meine Stadtmelodie. Und die singt echt schlecht. Oder komisch zumindest, sehr hauchend. Na gut, ich frag mal, was kann ich tun? Haben wir mal testeshalber. Was soll ich tun? Schau ab und zu mal nach, was sich auf dem Campingplatz so abspielt. Vielleicht siehst du ja mal ein Zelt. Und wo ein Zelt ist, wird mit der Sicherheit der dazugehörige Zelter nicht weit sein. Klare Sache, heiße ihn oder sie doch einfach auf Zombie willkommen. Oh, die haben einen Fehler gemacht. Zylindrien müsste da stehen. Auf Zombie willkommen, ich weiß nicht, auf mir willkommen. Wäre doch eine wundervolle Geste. Nintendo did a Fehler. XD. Okay, also wenn hier ein Zelt ist, dann läuft hier irgendwo jemand rum. Coole Sache. Ja, bei den Nuckenmeilen gibt es eine Sache, die bringt 5-fach Punkte. Aber scheinbar nicht immer. Okay. Hä, wieso liegt hier noch ein Sternsplitter? Ich bin auf den ganzen Strand vorhin abgelaufen. Oh, da hinten kommt ein Luftballon. Ob ich den von hier aus treffe? Als ob. Was ein Sniper-Schuss. Was ist da drin? Ein Hamsterkäfig. Wer schickt seinen Hamsterkäfig mit einem Luftballon übers Meer? Ich weiß es nicht. Komische Menschen scheinbar. So, dann geben wir noch Fossilien ab. Und dann haben wir alles. So, was haben wir denn heute alles gefunden? Zwei Duplikate wieder. Aber ein Diplodocus-Schädel und einen Plesiosaurus-Torso.
Bitte schön, nehmen Sie die Teile. Mehr raus. Ja, ja, ja. Jawohl. Ich gehe erst runter, wenn du einmal sagst, dass ich eine Statue fertig habe. Und dann schauen wir mal runter. Komm, kleiner Blick. Wir haben ja mittlerweile ein paar Dinge abgegeben, so 20, 30. Oh, wie voll hier alles ist. Verrückt. Ah, guck mal. Sind schon so ein paar Dinge. Das erinnert mich an Subnautica. Warum ist da eine Statue von dem Fisch? Keine Ahnung, vielleicht gibt es eine Statue auch von dem Quastenflosser. Ah, guck mal. Doch. Ist ja ganz cool. Wird ja schon so langsam. Da sind manche auch echt hoch. So hoch kann ich nicht mal gucken. Boah. Megasaurier. Doch, hier ist ja echt viel schon. Oh, der ist cool. Der ist mitten im Sprung. Und da hinten ist der T-Rex. Oh, das wird ultra cool, wenn es fertig ist. Die sind auch echt gut ausgeleuchtet. Die Exponate. Und hier? Da ist mein Mammut. Oh, es ist fett. Nice. Und ein Säbelzahntiger und der Riesenhirsch. Ist der Mammut extra so hier drüber so? Da aus dem ist der Elefant entstanden? Weil hier ist der Elefantbewohner. Und die Säbelzahntiger ist beim Hund und Katze irgendwie. Ist das absichtlich so sortiert? Ja, hier ist auch so ein Hirschbewohner. Bei einem Riesenhirsch. Lustig. Kann natürlich auch Einbildung sein. Das da oben sind alles meine Birnenbäume hier. Direkt über der mittleren Insel. Genau, die wollte ich noch gezeigt haben. So. Jetzt würde ich aber meinen, das war lang genug. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einer weiteren Folge Animal Crossing. Mit neuem Haus. Mit, ja, Zeltbewohner. Kann eventuell in die nächste Folge geschnitten werden. Oder wenn hier einer auftaucht. Ich keine Ahnung, ich nehme es auf jeden Fall auf. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Es war wieder ein lustiger Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimbelmann.